Alexander, hallo. Heute will ich euch mal ein paar Tipps geben zu einer Solarfunkuhr für Herren. In diesem Test zeige ich euch mal ein paar von meinen drei Favoriten. Ihr habt übrigens diese hier, die ich euch zeige, die von Citizen. Die gibt es übrigens original halt auch hier, auch bei mir. Das ist eine von meinen Lieblingsfunkuhren, die ihr selbst seht. Und ansonsten würde ich euch diese empfehlen, das ist die G9200, die gibt es leider, leider, leider nicht mehr. Und der Nachfolger davon ist, es gibt glaube ich die 9400 oder so, ist auch egal, auf jeden Fall ist die übertrieben teuer im Preis und für mich, für euch keine Empfehlung. Die hat im Großen und Ganzen der Nachfolger von der, die 9500, ist egal, der Nachfolger von der, die kostet dreimal so viel, die kostet knapp 300 Euro und hat ehrlich gesagt keine neuen Features oder sonst was. Und wieder, leider gibt es die nicht mehr. Deswegen dachte ich, ich gehe mal auf die Suche und suche euch mal drei Modelle raus, die ich euch hier empfehlen kann. Im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nur Citizen und Casio, die diese Funktechnik halt anbieten in einer Herren- oder in einer Armbanduhr generell. Was ich ein bisschen schade finde, weil alle anderen Hersteller sind entweder deutlich teurer oder bieten diese Technik halt gar nicht an. Hier ist auch wichtig, dass es eine Solarfunktion gibt. Das erkläre ich auch mal. Und zwar hier siehst du es nicht wirklich drin in dieser hier, aber hier könnte man es erkennen. Es ist also diese Solarmodule, die hier drin sind, die sind im Prinzip so klein und so kaum ersichtlich, dass in manchen Uhren kannst du es sehen. Das ist, der kannst du es. Auf jeden Fall hier hinten dran ist das Ganze drin. Hier siehst du es auch nicht bei diesem G-Shock-Modell. Aber in der Regel diese Solarfunktion, die nimmt draußen die Sonnenenergie halt auf und speichert das Ganze in einer kleinen Akku drin. Der Akku ist nicht, wie ihr es aus dem Handy halt erkennt, zum Beispiel diese Lithium-Ionen-Akkuzellen oder sowas oder Polymer, sondern es ist ein Kondensator drin. Das bedeutet, ihr könnt den sozusagen unbegrenzt aufladen, weil im Gegensatz dazu, diese normalen Akkus, die haben eine begrenzte Haltbarkeitszeit. Das heißt, irgendwann sind sie halt dann, durch erklären, durchgeladen, futsch oder sowas. Das ist natürlich hier bei diesen ganzen Uhren nicht der Fall, weil da halt so ein Kondensator als Pufferspeicher benutzt wird. Genau. Das nächste, was zur Solarfunktion zu sagen ist, ist, bei normalem Indoor-Licht hier funktioniert es nicht. Das heißt, also bei meiner Deckenbeleuchtung, das heißt, ihr müsst es entweder ans Fensterchen legen oder natürlich am besten draußen in der Sonne rumlaufen. Dies kommt auf den Hersteller selbst an. Manchmal dauert es so ein halber Tag, bis es von komplett leer zu fast voll aufgeladen ist. Manchmal auch noch nur ein paar Stunden. Also dann müsst ihr gucken, auf jeden Fall, was für euch das Wichtige ist hier. Wenn ihr es einmal vollgeladen habt, dann die Uhr hält sozusagen Wochen durch, ja. Und zum Beispiel bei der Citizen ist es so, dass wenn die zum Beispiel dann leer wird, dann tickt die zum Beispiel nur alle 2 Sekunden. Oder wenn sie fast ganz leer ist, dann hört sie überhaupt auf zu ticken und bewegt sich dann halt nur noch stückweise, geht wie in so einen Schlafmodus halt rein und fängt dann wieder erst an, die Zeit zu zeigen. Bei einer Casio ist es in der Regel so, dann geht einfach das Display aus. Also ihr müsst es euch nicht vorstellen, wie zum Beispiel so ein iWatch-Gedöns, wo du ständig raus ist ans Licht halten, also raus ans Licht halten müsst oder sowas. Wenn die einmal vollgeladen sind, ist es nur. Diese bei der Citizen ist mir selbst erlebt, die lag, glaube ich, mal ein Jahr lang mal im Schrank drin. Dann war sie komplett leer und dann musste ich wirklich die einen ganzen einen halben Tag ungefähr an der Fensterbank liegen lassen, bis sie wieder sich von selbst reaktiviert hat. Das ist der Hintergrund dazu. Also zu den Solarfunktionen ein bisschen was für euch erklärt. Herrn Funk, was unseren Favoriten habe ich euch erklärt. Und dann will ich auch noch ein bisschen was zu dieser Funkuhrfunktion selbst etwas dazu sagen, weil das ist absolut cool. Denn bei der ist es so, die stellt sich, ich weiß leider nicht genau wie oft am Tag, ich weiß, bei den Casio-Modellen ist es so, dass die einmal am Tag nach der Uhrzeit fragen und rufen die aktuelle Uhrzeit ab und gucken, ob da es ein neues Signal gibt. Und das ist halt echt cool, weil du musst es nie stellen und du hast immer auf einen Bruchteil von einer Sekunde die genaueste Uhrzeit, die du dir vorstellen kannst. Das ist absolut cool. Und wenn du zum Beispiel jetzt hier irgendwo hier benutzt zum Beispiel hier einfach, das ist bei allen Casio-Funktionen genau das Gleiche. Wenn du irgendwo anders in eine andere Zeitzone reingehen würdest, dann gehst du einfach hin, drückst auf die Einstellung, stellst einfach plus, minus 2 Stunden vor oder zurück. Also du kannst das nicht so vorstellen, dass zum Beispiel, dass so die Funkmasten nur bis zur Grenze von Deutschland gehen und dann ab Österreich kommt ein neuer Funkmast und dann irgendwie in der Ukraine fängt ein neuer Funkmast an. Nee, die sind sozusagen weltumfassend.
Einfach ausgedrückt. Es gibt zwar noch ein anderes Signal in den USA, das müsst ihr auch bedenken, was wichtig ist, weil nicht alle Funkuhren können so ein Weltsignal empfangen. Die billigeren Funkuhren können zum Beispiel nur so ein europäisches Signal empfangen. Deswegen musst du auch gucken, ob der auf der ganzen Welt empfangen ist. Die teuren Funkuhren, die genannten hier, ist auch hier, Wave Scepter ist recht und sowas, die Casio auch, die können, müssen wir mal Multiband, Multiband. Indicator, Force, Water Resist. Lass mich gerade mal gucken, da steht sogar drauf, Multiband, genau, Multiband 6, das ist sowas hier. Da steht sogar drauf, Multiband 6. Das ist zum Beispiel für euch ganz wichtig, wenn ihr die Uhr weltweit einsetzt, weil manche Uhren haben das halt nicht. Und das heißt, die kannst du halt nur dann in Europa einsetzen oder in den USA. Wenn du dann zum Beispiel irgendwo in Asien bist, die haben ein leicht anderes Frequenzband und da würde dann halt kein Funkempfang halt stattfinden können. Ja? Das müsst ihr halt bedenken. Deswegen gibt das Geld hast für eine bisschen qualitativ hochwertige, bessere Funkuhr. Ist so, ja. Und es gibt eigentlich nur Funkuhren, die halt ein bisschen mehr kosten. Und da hast du dann halt dann auch diese Weltfunktion da drin. Zu der Citizen sage ich euch noch, die ist halt leider recht teuer. Liegt aber auch daran, weil hier ein Saphirglas benutzt wird, was sozusagen hart wie Diamant, fast hart wie Diamant ist und sozusagen einfach kratzfest ist und so. Und ansonsten ist er halt 200 Meter oder sowas. Genau, 20 Bar wasserdicht. Das ist keine Taucheruhr. Da liegt da dran, Taucheruhren haben zwar den gleichen Druckbereich, aber da kannst du die Tasten noch benutzen, weil da wird es halt gerade, dass du auch zum Tauchen benutzen kannst. Hier, aber das siehst du es allein schon an diesem Panzer halt hier, ist es wirklich ein dickes Stück. Genau. Und diese hier als Casio G-Shock ist für mich, für euch die, wie ich finde, die beste und die günstigste Casio Funkuhr mit Solartechnik, die du so in der G-Shock-Variante finden kannst, die ich euch da nahelegen kann. Weil, wie gesagt, es gibt auch andere Modelle, die haben halt dann, wie ich finde, ein paar Funktionen mehr, weil die liegen einfach und die haben den Kompass drin und so ein Zeug, aber die kosten dann dreimal so viel und das finde ich halt nicht gerechtfertigt. Und hier hast du noch so ein Designwerk, was halt von der Anmutung halt her wirklich so, also so eher so in den Premium-Halt-Bereich reingeht. Macht euch da nicht irgendwie so falsche Sorgen wegen Casio und Taschenrechner und so ein Kram. Die Uhren von denen, die sind zwar echt im günstigen Bereich drin, also relativ gesehen, ja, aber die Qualität ist echt top. Also, wenn andere Leute fragen, hey, ich will eine gute Uhr, sag ich Casio. Ja, und dann Citizen. Ist echt so. Ja, und dann kommen sie mit irgendwelchen anderen teuren Marken, da muss ich sagen, zahlst du dreimal so viel, ist echt so. Hast keinen Funk, hast keinen Solar drin, musst du aufladen, Batterien alle paar Jahre, alle 2, 3 Jahre austauschen, hast keinen Funk drin und so weiter. Und von Casio kriegst du halt dann wirklich, muss ich halt wirklich sagen, ja, Top-Qualität. Das eine, was mir nicht so gefällt, ist halt, dass diese G-Shock halt plastikmäßig halt voll sind, ja. Liegt aber auch einfach daran, weil sie zum, ich nutze die zum Beispiel hier, diese alte, gibt es leider nicht mehr mit Höhenmesser drin und sowas, auch wenn ich draußen bin beim Klettern. Also es ist auch eine coole Outdoor-Uhr in dem Punkt halt auch. Gut, ich werde euch diesen Artikel hier, werde ich noch ein bisschen ausführlicher schreiben für euch, den packe ich euch als Link unten drunter und da könnt ihr es noch ein bisschen mehr lesen zu den einzelnen Uhren halt da drauf. Und ansonsten packe ich euch auch dann die Links zu den drei von meinen Favoriten drin. Zusammengefasst, top, ja, Saphirglas, 220 Bar dicht drin, ist eine ganz bekannte Uhr, ist aber die teuerste. Das hier, wenn du etwas draußen, für draußen und Trek und Klettern und was auch immer, du willst halt Funk, Solar drin haben und einfach eine Hardcore-Verarbeitung zum günstigen Preis, nicht zu teuer. Und hier, wenn du, sagen wir jetzt, du willst was Edles in Anmuten, edel anmutend haben, aber du willst halt nicht gleich dann einen 5-4-stelligen Betrag dafür ausgeben und du willst die coole Funk-Solar. Hier steht es übrigens auch drauf, Multiband 6. Also hier steht es übrigens auch drauf, genau. Das ist halt dann auch wirklich so etwas, wo du sagst, ja, wenn du sagst, du bist an verschiedenen Zeitzonen unterwegs, dann achte auch, dass es diese Multiband-Funktion hat. Das ist so ein kleiner Gimmick, weil sonst musst du ab und zu mal wieder nach Europa kommen und damit du halt die Funkuhr hast, die sich einstellt. Ihr könnt die ganzen Uhren auch per Hand manuell einstellen. Das ist auch kein Ding. So, klickt auf Like, klickt auf Abonnieren, dann habt ihr einen ganz ausführlichen Solar-Funkuhren-Herrentest bekommen, der euch dann meine Favoriten, meine drei Top-Favoriten, aktuellen Top-Favoriten halt versucht hat näher zu bringen. Ciao, ciao und bye.